Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Need for Speed Undercover. Wir suchen uns jetzt das nächste Checkpoint-Event, die J10-Ausfahrt. 20.000, nehmen wir. Ist auch scheinbar im neuen Gebiet, wenn ich das recht sehe. Können wir also auf jeden Fall nehmen. So, 3, 2, 1. Ideal. Schauen wir mal, für den ersten Checkpoint haben wir 1 Minute und 10 Sekunden. Ob wir den erreichen? Das ist das erste Nicht-Master-Event seit längerer Zeit, wo Checkpoint Race ist. Theoretisch müsste das sehr einfach sein. Es gibt auch nur 20.000, also ja, 4 von denen und wir haben schon fast unseren Pagani. Alter, der Pagani wäre geil. Den da mit Pro-Teilen. Ich hoffe mal, dass wir die Stufe 1 Wagen auf voll tunen dürfen. Weil in dem Need for Speed, das ich für die Wii gespielt habe, ging das nicht. Da durfte man die Stufe, also die besten Wagen ließen sich da nur eingeschränkt tunen. Was total dämlich war, aber okay. Wenn sie meinen. Und da hatte ich auch ein Pagani dabei. Der ließ sich zum Beispiel fast gar nicht tunen. Ich glaube, Nitro konnte man zukaufen und sonst ging nichts. Das war ein bisschen eich traurig. Und ich muss sagen, scheiße. Ja, scheiße muss ich sagen. Scheiße wäre hier ein angemessenes Wort. Ich muss sagen, die normale Checkpoint Race hier, oh scheiße, ey, ist tatsächlich schwerer. Ja, und jetzt wird's richtig hart. Jetzt wird es richtig hart. Aber diesen Teil der Strecke habe ich noch nie gesehen. Und das ist sehr, sehr arm. Wieso weichst du auf den Gehsteig auf, aus wenn dir jemand auf dem Gehsteig entgegenkommt? Das wird richtig brutal. Das wird richtig brutal. Wie viel haben wir denn? 4. Aha, 4. Dann ist das ja schon fast wieder vorbei. Den habe ich noch abbiegen sehen. Sekunden, dann müssen wir fertig sein, ansonsten gibt es kein Geld. Sollte aber machbar sein. Ja, da hinten ist das Ziel. Oh, easy. Sehr schön, wir haben dominiert und kriegen auch wieder 6600 zusätzlich. Und unser In-the-Zone-Bonus ist wieder ein bisschen gesch... G-Mac hat noch immer aktive Verbindung zur Polizei. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Bleib auf der Hut. Willst du was an deinem Wagen machen lassen? Ich kenne da eine Werkstatt in Sunset Hills. Sag einfach, dass ich dich geschickt habe. Cool, Rose Largo, vielen Dank. Wir können also zum Stufe 1 Autohändler. Ich wusste es. Haha, geil. Okay, Shop. Der Shop erlaubt uns jetzt Stufe 1 Wagen. Sehr geil. Den Audi könnten wir uns sogar holen, aber der ist jetzt nicht so das, was ich kaufen würde. Ich würde tatsächlich echt versuchen... Welcher ist denn das? Der Pagani. 320.000 müssen wir noch ein paar Missionen für machen und dann kriegen wir einen der vermutlich besten Wagen im Spiel, den wir dann auch wirklich lange fahren können. Bis wir aber da hinkommen, müssen wir ein bisschen auf die Karte gehen, noch ein, zwei Missionen machen. Wir machen ja nur die, die Geld bringen, weil die Polizeimission, die machen wir dann, wenn wir unseren Pagani haben. Eigentlich bin ich gut drauf. Möchte ich jetzt noch eine Checkpoint Race? Nein, ich möchte jetzt nicht noch eine Checkpoint Race. Ich versuche mal den da. Ne, ich versuche mal wieder einen Rundkurs. Den da. Wird schon gut sein, hoffe ich mal. Man darf gespannt sein, wer unser Rival ist und ob wir hier überhaupt eine Chance haben. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Preisgeld es gibt. Weil es ist allgemein ein schlechter Indikator, dieses Preisgeld. Du hast manchmal bei 20.000 Dollar Races, hast du Gegner dabei, die hauen dir einfach ab, ja. Während du bei 15 oder 30.000 Dollar... Oh, scheiße. Ja, bei 5... Also bei 30.000 Dollar hast du Scheiße, ja. Checkpoint Races hast du irgendwie keine Probleme. Ah, verdammt! Was ich aber auch immer so ein Pech habe mit den Gegnern, ja.
Auf jeden Fall lässt sich das hier scheinbar halbwegs brauchbar fahren. Oh, scheiße, da ist eine... Oh, nein. Nein, 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 du biegst da nicht nach links ab, den... Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Nur so aus Interesse. Nein, das... Verarschen kann ich mich ganz alleine. Da brauche ich kein Spiel dazu. Keins. Ich glaube, das nächste Rennen wird eine Checkpoint Race zum Chillen. Wie mich das ankotzt, ja? Lass mich in Ruhe, lass mich vorbei. Naja, kann man nicht viel machen. Außer, dass ich jetzt schon wieder wie ein Irrer auf die Karte gucke in der Hoffnung. Fahr doch einfach normal! Wieso prallst du so ganz komisch ab? Den schieben wir an, den schieben wir einfach an. Vergiss es, ich weiß ganz genau, dass ich hier gegen die Wand donner, wenn ich das mache, daher... Ja. Und? Diese Animation möchte jeder hier sehen. Es läuft auf jeden Fall besser als vorher, es könnte aber noch viel besser laufen, glaube ich. Aber immerhin, die Polizei hat uns jetzt nicht im Visier. Doch, sie hat uns im Visier, natürlich haben sie uns im Visier. Warum sollte sie uns auch nicht im Visier haben? Das ergibt gar keinen Sinn. Oh, was ist das denn? Wieso darf ich diesen Weg fahren? Halt doch einfach die Schnauze, du blöde Polizistin. Alle hassen dich. Ja, natürlich, der wartet da schon. Ja, ja, ich weiß. Ich hab mir ja schon den Schwierigkeitsgrad, der in dem Rennen eigentlich gedacht ist, nämlich, dass die Polizei uns jagt. Und spawnt. Lass mich mal alles schön in Ruhe. Ja, seht ihr, unten ist auch keine Fluchtanzeige. Also hier geht es eigentlich nur darum, dass die Polizei einen Schwierigkeitsgrad darstellt. Na, super. So, hier bremsen wir in weiser Voraussicht. Und dafür nehmen wir die Kurve hier gut. Oh nein. Aber interessant, dass man das hier eingebaut hat, muss ich ehrlich sagen. Blöd nur, dass die weiterhin auf Alarm sind, obwohl ich eigentlich fliehen müsste. Lass mich mal in Ruhe, dafür habe ich nicht Nitro. Interessanterweise geht es hier jetzt eigentlich gar nicht mehr um die Polizei, es geht nur noch darum, dass ich jetzt fliehe. Nein. Und hier nehme ich nicht den kurzen Weg, ich nehme den langen. Da hinten ist schon das Ziel und weiß gar nicht, wie weit sind wir denn vorne? Auf jeden Fall haben wir gewonnen. 7 Sekunden. Yeah! Und wir haben gerade mal... Hä? Das war ja so eine total billige Mission. Wow. Halt die Fresse. Ja, ich habe ihn abgehängt. Nein, ich warte jetzt. Ich warte jetzt, aus Prinzip. Immer noch kein Sichtkontakt zum Ziel. Ja, der Helikopter, der sieht uns gar nicht. Was ist denn mit euch kaputt? Aber okay. Scheiß Helikopter, ja, flieg halt. Flieg halt über uns, das ist in Ordnung, ja? Dich hätte ich jetzt voll noch gebraucht, ja? Wow, siehst du, wie viel du bewirkst? Ich verliere hier nur wegen dir. Los, wann geht dir endlich dein Sprit aus? Alle hassen dich. Komm, verpiss dich. Ich hasse dich. Wow. Also ich werde hier jetzt warten, weil wie man sieht, es kommt kein Polizeiauto, nur noch dieser Helikopter. Wir können jetzt warten, bis der Helikopter keinen Sprit mehr hat. Oh.
Oh oh. Da kommt ja doch noch einer. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Vielleicht hätte ich mich einfach nicht bewegen sollen. War vielleicht ein dummer Fehler, aber egal. Naja, kann man nichts machen. Ja, solange dieser Helikopter da ist, brauchen wir hier eh nichts zu machen. Weil solange werden wir die nicht los. Das ist tatsächlich der große Nachteil an diesem Event. Die Polizei kommt gescriptet und danach muss man die Polizei noch abhängen. Und das nervt. An alle Verfolger, wir haben 1067 auf der linken Seite ausgelegt. Versucht ihn da zu drängen. Natürlich kommt wieder irgendwoher ein Polizeiauto. Verpiss dich mal. Du sollst abhauen, habe ich gesagt. Scheiß, bin ich beschädigt. Wenn diese blöde Heli endlich seinen Sprit verlieren würde, hätte ich ja mal Ruhe. Ist der gerade wie ein Gummiball durch die Gegend geflogen? Wieso ist der gerade wie ein Gummiball durch die Gegend geflogen? Wenn wir einfach diesen blöden Heli loswerden. Aber nein, der Heli weiß instinktiv, wo wir sind. Tut das. Versucht das los. Der Heli ist weg. Der Heli ist weg. Lass mich durch, du Idiot. Der Heli ist weg. Ja, ja, sperrt mal schön. Geht mir doch einfach nicht auf den Sack, bitte. Wieso sind hier so viele Polizisten? Wie werde ich die denn jetzt los? Es gibt Nagelbänder. Es gibt Nagelbänder. Oh nein. Ja. Eindeutig. Eindeutig, das ergibt absolut... Lass mich durch, du Idiot! Warum prall ich verdammt nochmal ab, aber kann nicht hier abprallen? Ist das euer Ernst? Warum werdet ihr nicht weniger? Es werden immer weniger. Ich fahre jetzt vorwärts. Ich fahre jetzt einfach vorwärts. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Nein, das ist da oben auf der Brücke oder was? Ich muss auf diese Brücke. Ich muss auf diese scheiß verfickte Brücke. Moment, da rechts ist auch eins. Ja. Natürlich. Natürlich stand da ein Nagelband. Ja. Ach, fickt euch doch alle. Ach, leck mich! Leck mich! Da
Das ist so scheiße! Ja, natürlich waren da Nagelbänder! Für Arschlöcher waren da Nagelbänder! Ich akzeptiere das nicht! Ein Scheiß erwischt! Ein Scheiß haben die mich erwischt! Dein Penner haben die erwischt! Mann! Welcher Idiot hat dieses Spiel so scheiße gemacht? Und wieso hat er es getan? Das ist doch auf der Wii auch kein behindertes Scheißspiel! Ein Bußgeld muss ich auch noch bezahlen. Deine Mutter bezahlt Bußgeld. Ja, weil du scheiße bist, bezahlt deine Mutter Bußgeld. Das gibt's nicht. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Natürlich spawnen da direkt 5 Zentimeter vor mir Nagelbänder. Für Hurensöhne spawnen die da. Welcher Idiot? Wieso? Nein, ich zahle kein Bußgeld. Ich werde jetzt 20.000 Bußgeld verdienen, weil ich geil bin und ihr scheiße. Aber hey, Hauptsache mein Porsche hat jetzt 1x, ja? Hauptsache der hat 1x, weil die Polizei der Meinung ist, sie ist Gott und sie darf alles sogar spawnen. Macht dieses X weg. Ich werde euch was erzählen. Ich werde jetzt nachschauen im Internet, wie man dieses X entfernen kann. Und dann werde ich dieses X wieder entfernen. Und wenn ich noch so hacken muss... Sehe ich so aus wie ein Vollidiot, das akzeptiere ich nicht, wenn da 5 cm vor mir irgendeine Scheiße spawnt, weil ihr der Meinung seid, irgendwelche blöden Sequenzen abspielen zu müssen. Und ich werde mir auch diese 21.000 wieder zurückcheaten. Ich sehe das überhaupt nicht ein. Erwischt ist in Ordnung, ja? Aber einerseits ewig spawnende, endlos spawnende Polizei und andererseits spawnende Nägelbänder direkt 5 cm vor mir akzeptiere ich nicht. Das hole ich mir zurück. Diesen Schaden werde ich mir wieder ersetzen, ja? Also echt nicht. Gar nicht. Das könnt ihr eurer Mutter erzählen. Aber diese 21.000, die kommen genauso zurück wie dieses X, das wegkommt. Ich werde dieses Gefängnis oder dieses Gefasstwerden nicht akzeptieren. Deine Mutter ist gefasst worden vielleicht, aber ich nicht. Und schon gar nicht so. Aber ich sehe schon, das hier ist der letzte Part. Ich werde mir das dann zurückcheaten. Ich werde im Internet nachschauen, wie ich meinen Spielstand in NFS bearbeiten kann und wie ich mir dieses Geld hochcheaten kann. Und dann werde ich das um 21.000 hochcheaten und dann werde ich diese Festnahme wegcheaten. Ich sehe das überhaupt nicht ein. Dieses Auto ist sicherlich nicht geschnappt worden. Und schon gar nicht auf diese lächerliche Art und Weise, ja? Die waren da vorher definitiv nicht da und ich akzeptiere das nicht, nein. Echt nicht. Vor allem wegen so einer lächerlichen Trolling-Rundkurs-Race oder was, ja? Vergiss es. Du warst leider nicht da. Du bist auch nicht 2 Sekunden vor mir gespawnt. Das akzeptiere ich genauso wenig, ja? Oh, warte. Vielleicht kommt ja jetzt eine Sequenz, die mir anzeigt, wie ein Polizist vor mir spawnt. Das wäre doch mal was Neues. Gib einfach mal Gas. Ah, das sage ich euch, weil so eine Scheiße, die werde ich sicherlich nicht akzeptieren. Irgendwo ist dann auch mal die Grenze. Was? War hier kein Polizist, der mich fassen konnte? Oder ein Nagelband, das plötzlich spawnen konnte? Sonst gibt's die doch immer. Nein, das möchte keiner sehen.
Aber schön, nach spätestens 3 Parts ist es immer dasselbe und ich habe null Bock mehr auf das Spiel. Das eine kann ich euch sagen, ja? Ich kann euch absolut davon abraten, dieses Spiel zu kaufen. Weil, ganz ehrlich, dieses Spiel hat es geschafft, mich durchgehend so kotzig zu machen. Nach 3 Parts, es sind immer 3 Parts. Und dann habe ich dieses Spiel wieder satt, für 100 Jahre. Nicht übel, dass du an mir zweifelst. Diese Operation wurde von Anfang an unterlaufen. Halt weiter die Augen nach diesem Wagen offen, schau, wo wollte. Aber sei vorsichtig, er ist ein verdammt gefährlicher Mann. Halt die Fresse! Oh, ein Mastersprint, vielleicht kommt ja danach die Polizei und möchte mich fangen. Oh, eine Checkpoint Race, vielleicht kommt ja danach die Polizei und möchte mich fangen. 21.000 Wahnsinn, die hole ich mir jetzt wieder zurück. Das kann ich euch aber sagen, ja? Naja, ich würde mal sagen, falls euch trotzdem irgendetwas an dieser Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Need for Speed Undercover. Dann mit 21.000 mehr auf der Uhr und dem Porsche mit 0x und nicht einem x, weil ich werde das definitiv wegcheaten. Ich sehe das absolut nicht ein. Ja, es gibt einfach irgendwo die Grenze. Ja, und ich kann es auch verstehen, wenn ich über ein Nagelband fahre. Das kann passieren, ja. Aber dass ich über ein Nagelband fahre, das direkt spawnt, bloß weil eine Sequenz geschaltet wurde und danach alle Polizisten neu gesetzt wurden, das sehe ich absolut nicht ein. Das werde ich nicht akzeptieren. Die haben mich nicht gefangen, ja? Es tut mir leid, nein, haben sie nicht. Also tschüss.